Moin moin und herzlich willkommen zu diesem Schutzpaladin-Guide zum Patch 9.2 von World of Warcraft Shadowlands. Dies ist ein Einsteiger-Guide. Ich zeige dir, wie du deinen Charakter skillen kannst, welche Verzauberungen du benötigst, welches Buffwood du so dabei haben solltest, was es alles Neues gibt, wo liegen die Stärken und die Schwächen des Schutzpaladins. All das und noch viel mehr erfährst du nach einem kurzen Intro, also bleib dran. Sollte dir in diesem Guide etwas aufgefallen sein oder du hast noch so ein paar kleine Anmerkungen, dann teile mir das ruhig in den Kommentaren mit. Wenn sich da irgendwo Fehler eingeschlichen haben, dann adde ich die in dem angepinnten Kommentar, damit auch jeder andere in Zukunft bei diesem Video halt gucken kann, ob da vielleicht doch noch der eine oder andere Input mit dabei war. Jo, starten wir mal rein. Ja, was sind die Stärken des Schutzpaladins und was spricht dagegen, den Schutzpaladin zu spielen? Das möchte ich jetzt hier mal mit euch zusammen beleuchten. Und zwar ist es so, dass der Schutzpaladin extrem gute Gruppenutilities hat. Er kann mal die eine oder andere Situation auch wirklich retten in so einem Dungeon. Er kann Segen der Freiheit kann er geben. Wir haben Tools, um Gruppenschaden zu reduzieren mit unseren Auren. Und auch wenn mal eine Heilung nötig ist und wir heilige Kraft überhaben, können wir entweder uns selbst heilen oder wir können auch mal den Heiler dabei unterstützen, jemanden ganz schnell wieder hochzubringen. Als Schutzpaladin hat man die Möglichkeit, sehr gut Schaden abzuwehren. Man kann sich im Grunde genommen 8 Sekunden immun machen, dann kann man 8 Sekunden 50% Schaden bekommen und so weiter. Wir sind als Schutzpaladine da wirklich sehr gut drin, auch on point das zu nutzen, was wir wirklich dann in dem Moment brauchen. Ist nicht ganz so einfach zu erlernen, aber im Laufe der Zeit kriegt man das dann auch hin, weil man kriegt dann ein Gespür dafür. Viele Retter in der Not, das umfasst das Ganze jetzt noch einmal komplett. Allerdings hat der Schutzpaladin natürlich auch Nachteile. Wir sind relativ lahmorschig. Die Mobilität ist wirklich sehr gering, außer wir kriegen mal eine Feder vom Priester. Wir benutzen unser göttliches Ross ein oder /2 Aufladungen, je nach Skillung. Und Fehler beim Tanken können wirklich sehr schnell sehr tödlich sein. Da muss man ein bisschen ein Händchen für haben. Im Großen und Ganzen ein sehr rundsolides Paket der Schutzpaladin. Schauen wir mal auf die Talente. Wenn wir auf die Talente schauen, haben wir 2 Skillungen, die wir benötigen oder wo man ein bisschen umswitchen muss, wenn man nämlich Raiden geht oder mythische Dungeons macht. In Raids empfiehlt sich Heiliger Schild, Richturteil des Kreuzfahrers und das blendende Licht zu skillen. Unbeugsamer Geist, göttliche Bestimmung im mittleren Band unserer Talente sowie Richturteil des Lichts und ganz unten Beschützer der Rechtschaffenden. Macht hier in dem Raid auch auf jeden Fall mehr Sinn als Glanzstunde zu verwenden. Da komme ich aber gleich im mythischen Bereich noch dazu. Grundsätzlich im mythischen Bereich könnt ihr auch Heiliger Schild oder Verschanzen benutzen, falls ihr nicht mit den gesegneten Hämmern gut spielen könnt. Ich selber benutze die gesegneten Hämmer selten. Heiliger Schild wäre da eine etwas bessere Variante. Verschanzen könnte man auch noch mit reinnehmen. Also da habt ihr eigentlich relativ gut die freie Wahl. Was ihr aber auf jeden Fall skillen solltet, das ist erster Rächer und auch wieder das blendende Licht. Der unbeugsame Geist und die göttliche Bestimmung bieten sich auch hier wieder an, gefolgt von dem geweihten Boden. Das ist gerade in mythischen Dungeons sehr wichtig, denn ihr kriegt von vielen Seiten richtig einen auf den Nuss und mit dem geweihten Boden haltet ihr einfach noch ein bisschen mehr aus. Ich persönlich bevorzuge die Glanzstunde gegenüber dem Beschützer der Rechtschaffenden. Die Glanzstunde ist mehr ein Notnagel für eine Situation, falls man mal noch eine zusätzliche Gruppe gepullt hat oder irgendwelche Adds dazu kommen oder es halt einfach sehr knapp wird für den Heiler. Denn wenn ihr Glanzstunde geskillt habt, dann spottet das Gottesschild und ihr müsst die Gegner nur einmal anhauen und sofort habt ihr wieder die Aggro. Das ist ein bisschen unterschiedlich von der Skillung her, aber in Raids seid ihr tatsächlich besser damit bedient, das im 45er und 50er Bereich auf Richturteil des Lichts und Beschützer der Rechtschaffenden zu münzen. Glanzstunde, sehr guter Notnagel, hat auch noch den weiteren Vorteil im mythischen Bereich, dass es Blutungseffekte natürlich negiert, die uns auch häufiger mal dort ans Leder wollen. Schauen wir mal weiter. Eine der größten Fragen,
mitunter beim Schutzpaladin wie auch allen anderen Klassen und Spezialisierungen der einzelnen Klassen ist natürlich die Frage der Paktwahl. Ich habe mir für die Raids die Ventyr rausgesucht, ebenso für die Mythics die Kyrianer. Ihr könnt natürlich auch einem Pakt angehören und beide Sachen spielen. Die Paktwahl sollte vordergründig einfach daher stammen, was für euch mitunter auch vom Spielfeeling her das Beste ist. Die Kyrianer sind halt sehr stark in mythischen Dungeons und die Ventyr in Raids. Also seid ihr wirklich ausschließlich Raider, empfiehlt es sich schon, die Ventyr zu nehmen und bei den Mythics die Kyrianer. Ihr könnt aber auch vice versa, sprich ihr könnt mit den Kyrianern ebenfalls auch raiden gehen, habt natürlich ein bisschen Performance-Verlust, aber das schlägt sich nicht riesengroß nieder. Das ist alles noch in einem ertragbaren Rahmen. Beide Pakte haben auf jeden Fall ihre Vor- und auch Nachteile. Nichtsdestotrotz sind das die beiden Pakte, die ihr wählen solltet, wenn ihr einen Schutzpaladin spielt. Beleuchten wir mal die Paktfähigkeiten. Wenn man die nämlich gegenüberstellt, ist bei den Kyrianern der göttliche Glockenschlag sehr, 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 sehr stark. Das ist eine Fähigkeit, die geht an die Fläche. Die Ascheweihung der Ventyr auch, hat allerdings eine wesentlich höhere Abklingzeit. Schattentor bei den Ventyr negiert ein bisschen eure Immobilität als Paladin. Es fehlt euch tatsächlich immer mal so ein bisschen daran, dass ihr halt einfach nicht schnell seid. Andere Klassen haben da viel mehr Möglichkeiten, viel schneller vor euch am Ziel zu sein. Ihr müsst halt immer so ein bisschen mit der schweren Kettenrüstung hinterher, also Plattenrüstung ist es ja, hinterher stratzen. Dafür ist bei den Kyrianern mit dem Provostbeschwören und der sogenannten Fiole des Gleichmuts allerdings wieder auch ein sehr, sehr guter Bonus dabei, denn diese Fiole entfernt Bluteffekte, auch eine seltene oder eine der seltenen Möglichkeiten, Blutungseffekte wegzunehmen oder andere Effekte, die einfach sehr, 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 sehr nervig sind. Gerade in mythischen Dungeons spielen die Kyrianer da extrem ihre Stärke aus, die Ventyr dafür mehr im Raid. Und die Paktfähigkeiten solltet ihr natürlich so häufig wie es geht nutzen. Seid ihr Kyrianer, dann solltet ihr Mechanikos wählen. Mechanikos ist im mythischen und im Raid-Bereich ein kleines bisschen unterschiedlich. In beiden Bereichen ist es so, dass wir die Leute in der Klarheit als erstes benutzen, das Geschirr des Lichts, dann den resoluten Verteidiger in der Mitte und dazu komme ich gleich. Gibt es einen kleinen Unterschied. Beim rachsüchtigen Schock und abschirmende Worte seid ihr auch sehr gut bedient. Ihr solltet auch immer gucken, dass diese Seelenbande-Medien nach Möglichkeit den höchsten Rang haben. Je höher, desto besser natürlich. Im Raid-Bereich in der Mitte, Strafe des Schuldigen wäre die Wahl. Ebenso im mythischen Bereich königlicher Erlass. Dann seid ihr da nämlich auch sehr gut mit unterwegs. Der Hintergrund ist der, dass ihr mit dem königlichen Erlass einfach auch ein bisschen, da ihr dadurch noch ein defensives Medium habt, also ein Widerstandsmedium, etwas aus. Ihr haltet halt einfach ein kleines bisschen mehr aus. Während im Raid der Schaden schon relativ vorhersehbar ist, ist es so in dem mythischen Bereich, dass ihr da häufig auf flexible Situationen reagieren müsst und daher diese Wahl. Habt ihr jedoch die Kyrianer gewählt, dann habt ihr mit Nadja Nebelklinge eine sehr solide Wahl, die ihr auch in beiden Varianten wählen könnt. Auch hier haben wir wieder einen Unterschied. Geschirr des Lichts, königlicher Erlass und Strafe des Schuldigen sowie rachsüchtiger Schock sind unterschiedlich. Der Rest bleibt gleich, angefangen mit der geheiligten Einsicht, dem wiederhallenden Segen und dem resoluten Verteidiger. Geschirr des Lichts und königlicher Erlass, das vice versa, das ist auch wieder, da haben wir ein Finesse-Medium mehr und auf der rechten Seite seht ihr den königlichen Erlass. Darunter Strafe der Schuldigen, die nehmen wir auch mit, ebenso wie den rachsüchtigen Schock. Und am Ende dann die abschirmenden Worte. Bei den Seelenbande-Medien habe ich sie jetzt euch nochmal alle einzeln aufgelistet. Die ganzen, die ich verwendet habe oder die man in der Skillung verwenden kann. Einige der wichtigen sind im Grunde genommen Strafe des Schuldigen, dass das Schild der Rechtschaffenden den Zielen, die mit Richturteil belegt sind, 15% mehr Schaden zufügt. Das ist gerade in Raids, ist das halt sehr, 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 sehr gut. 15% mehr Schaden dem geschenkten Gaul, schaut man nicht ins, ne, ihr kennt das. Königlicher Erlass, die Abklingzeit von der Wächter der uralten Könige ist halt um 15 Sekunden verringert in der geringsten Stufe. Das wird natürlich immer mehr, je höher ihr in der Stufe geht. Und der Einsatz
Ja, der Einsatz, also wenn ihr Fechter der uralten Könige benutzt, dann ist das nächste Wort der Herrlichkeit halt umsonst. Das kostet keine Holy Power, keine heilige Kraft und ihr könnt da ganz gut mit loslegen. Grundsätzlich recht viele Potenzmedien beim Schutz Paladin. Die solltet ihr auch nach Möglichkeit immer sehr gut nutzen. Also auch nicht und auch schauen, dass ihr da euch die erhöht, das sprich euch selber ein bisschen herausfordert und höhere Inhalte lauft und die höheren Stufen auch bekommt. Denn je höher die sind, desto besser werden sie nachher auch. Kommen wir zu den Legendaries. Bei denen hat sich ja mit 9.2 einiges getan. Und zwar ist es so, dass wir jetzt zwei Legendaries tragen können. Und eins davon muss das Pakt-Legendary sein, plus natürlich das, was ihr euch dann bauen wollt. Jetzt hier beim Schutz-Paladin ist es noch relativ gut, weil man muss schauen, dass diese Legendaries sich nicht mit den T-Set-Teilen überschneiden. Die T-Set-Teile zeige ich euch auch noch. Oder wie ihr die auf jeden Fall bekommt. Und beim Schutzpaladin, wenn ihr je nach Paktwahl, ist das natürlich unterschiedlich. Bei den Kyrianern bekommt man göttliche Resonanz und bei den Ventyr die strahlende Glut. Wenn ihr die Questlinie rund um Zereth Mortis gespielt habt, dann erhaltet ihr einen Gürtel. Und daher habe ich das hier auch mit als Gürtel gelistet. Der zweite Slot, solltet ihr gucken, dass ihr das wahnsinnige Paragon für den Raid baut, das auf die Stiefel packt und in den mythischen Dungeons bietet sich hier ein Ring an für das Bollwerk des rechtschaffenden Zorns. Packt als Sekundärstat soweit möglich Tempo und Meisterschaft drauf, denn das benötigt ihr auf jeden Fall. Und auch die Stat Priority, die stelle ich euch gleich noch vor. Ja, direkt nach den Legendaries kommt dann auch schon der T-Set-Bonus. Eine Anmerkung habe ich noch im Rückblick auf 9.1. Die Splitter der Herrschaft, die funktionieren nicht mehr. Die könnt ihr im Grunde genommen wegmachen. Dafür haben wir jetzt was ziemlich Leckeres, im Grunde genommen auch Altes bekommen. Und zwar ist das ein T-Set-Bonus. Die große Frage ist natürlich, wo man das Ganze herbekommt. Ihr könnt die Sachen in dem Raid bekommen oder auch über den Vault. Das heißt, wenn ihr mythische Dungeons gelaufen seid und Glück habt, kriegt ihr im Grunde genommen da was aus der Schatzkammer raus. Allerdings könnt ihr auch, wenn ihr Inhalte von World of Warcraft spielt, höhere oder höherstufige, je höher, desto mehr kosmischer Flux erhaltet ihr. Und dann könnt ihr das am Schöpfungskatalysator, das Item, ihr habt beispielsweise eine Brustplatte, Item Level 255, aus der Season 3 jetzt gedroppt. Die wollt ihr zu einem Set-Teil umwerten, das geht inzwischen auch. Dann benötigt ihr bei einer Brustplatte 1500 kosmischer Flux, geht zu den Katalysatorgärten, dort werdet ihr ja auch im Rahmen eurer Zereth Mortis Questreihe hingeschickt und dann wandelt ihr dort ganz einfach ein Set-Teil um. Die Kosten bleiben gleich, die steigern sich nicht, ihr könnt also einfach eure Inhalte spielen und wenn die Zeit dann reif ist oder wenn die Zeit gekommen ist, dann wandelt ihr halt einfach euer Item, das ihr gerne als Set-Teil haben möchtet, wandelt ihr dann um. Ihr solltet aber auf jeden Fall auch darauf achten, denn Helm, Brust, Hose, Schultern und Handschuhe sind im Grunde genommen die Teile, die ihr umwandeln könnt, um auch diesen Bonus zu aktivieren. Habt ihr zwei Set-Teile, dann kriegt ihr einen Bonus, der nennt sich beim Schutzpaladin glorreiche Vorsehung und der erhöht, wenn ihr den Schild der Rechtschaffenden benutzt, eure Blockchance für 15 Sekunden um 4%. Das Ganze ist bis zu dreimal stapelbar, also auch dementsprechend stark und gerade beim Schutzpaladin wirklich haut das rein. Also ihr kriegt weniger Damage, ihr habt eine absurde Blockchance am Ende und das lohnt sich auf jeden Fall, das mitzunehmen. Habt ihr alle vier, also wenn ihr fünf Teile habt, ist natürlich, dann habt ihr so ein Set voll. Habt ihr den Vierer-Bonus aktiv, dann ist es so, dass wenn ihr Schaden bekommt, und das bekommt ihr als Tank häufiger mal, also ihr habt eine Chance von 100% der eigenen Blockchance, dass man Richturteil gegen einen Angreifer einsetzt. Hat Vorteile, generiert eine Menge Holy Power und sollte auf jeden Fall nicht auf der Strecke gelassen werden. Also schaut, dass ihr euren T-Set-Bonus so schnell wie möglich voll bekommt, denn damit rockt ihr einfach gut ab. Bevor ihr euch jetzt nun ins Abenteuer stürzt, oder ihr werdet wahrscheinlich schon auf Abenteuern gewesen sein, aber nichtsdestotrotz für die kommenden Abenteuer.
Ihr solltet immer darauf achten, dass ihr ein höheres Item-Level bekommt. Ja, also wenn ihr gerade am Anfang eurer Reise steht, schaut, dass ihr das zuerst steigert. Erst in den höheren Item-Level-Niveaus, dann macht es Sinn, sich auf die Stats zu konzentrieren. Sprich, wenn ihr bei dem normalen Raid angekommen seid oder 4er, 5er Schlüsselsteine lauft, dann solltet ihr auf jeden Fall anfangen, da ein bisschen zu optimieren. Die Verteilung ist, das ist immer eine grobe Verteilung für den Anfang, zumindest für den Start, ist Tempo, Meisterschaft und Vielseitigkeit, das hält sich die Waage. Ich würde aber die Meisterschaft bevorzugen, weil das ist im Grunde genommen, greift in Fähigkeiten des Paladins rein und hat einen kleineren Benefit. Von der Wertigkeit her sind sie aber gleich. Kritischer Trefferwert ist jetzt nicht so wichtig, den könnt ihr vernachlässigen. Das, der Clou an dieser ganzen Stat-Geschichte ist, wie kann man sicherstellen, dass man immer das Beste hat für seinen Charakter. Ihr kriegt ein neues Ausrüstungsteil, ihr solltet es simulieren. Ich habe euch die Adresse da unten mit eingeblendet, simuliert das einmal durch. Ihr braucht dazu noch das Add-on Simulation Craft und wenn ihr euch das installiert habt, dann könnt ihr einfach /simc eingeben und dann kriegt ihr dann grobes, großes, durcheinander gewürfelte Buchstabenkombination. Die kopiert ihr raus, packt das bei Raidbots rein. Auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Dann simuliert ihr das durch und dann wisst ihr auch tatsächlich wirklich genau, ob das besser ist. Beim Schutzpaladin muss man aber auch noch dazu sagen, es kommt ein bisschen auf die Überlebensfähigkeit an. Natürlich ist Schaden machen auch sehr nett, aber primär ist eure Aufgabe natürlich am Leben zu bleiben. Eine weitere Form der Vorbereitung ist es, sich im Rahmen eurer Abenteuer auf die Verzauberung zu konzentrieren und auch immer verzaubert zu sein. Auf die Waffe packt da himmlische Führung rauf, das erhöht euren Primärwert um 5%, das rockt auch ganz gut durch, mehr Stärke ist sowieso immer gut und das erhöht insgesamt eure Defensivfähigkeit um ein ganz gutes Niveau. Auf den Umhang würde ich tatsächlich verstärkte Geschwindigkeit raufpacken, mehr Ausdauer, ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist ein sogenannter Tertiärer-Wert, also in der dritten Reihe im Grunde genommen. Und wenn ihr davon ein bisschen was gesammelt habt, falls ihr mal Glück habt und ihr kriegt ein Item, was auch eben halt Geschwindigkeit hat, einen kleinen Unterschied kann man da schon feststellen. Da ihr als Tank unterwegs seid, Brust, ewiges Bollwerk, erhöht eure Rüstung ein bisschen und ebenfalls euren Primärwert. Dementsprechend solltet ihr auch da immer eine Verzauberung drauf haben. Lehre des Tempos, da wir auf Tempo gehen, bringt euch das 32 Punkte mehr Tempo, wenn ihr beide Ringe verzaubert habt damit und das ist eigentlich auch schon mal ganz gut. Was auf jeden Fall Must-Have ist, ist die Armschienen oder Handschuhe, ewige Stärke. Auf jeden Fall, das ist ganz, ganz wichtig, weil es gibt halt 15 Punkte Stärke und das ist natürlich das, was wir haben wollen, weil Stärke steht noch vor Tempo, also bene best. In den Sockelstein, falls ihr einen leeren Sockel habt, kommt ein spiegelnder Juwelenverbund rein. Plus 16 Tempo, mehr Tempo, umso besser. Die Stiefel Seelentreter, das ist im Grunde genommen nur so eine Verzauberung, die euch das Leben einfacher macht, falls ihr mal von Bergen runterspringt. Also ihr kriegt 10% weniger Fallschaden, die habe ich jetzt der Vollständigkeit halber mal mit aufgeführt. Hingegen die Armschienen Ruheraffung sind ganz praktisch, falls ihr euch viel portet durch die Schattenlande. Dann habt ihr nämlich 5 Minuten weniger Abklingzeit auf eurem Ruhestein und das ist manchmal ganz praktisch. Ohne Mampf kein Kampf, hat man mir mal gesagt. Und ihr solltet auch immer Buffut dabei haben. Was braucht man wirklich? Alles. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Spektralfläche in der Macht immer dabei haben. Das gibt einfach 70 Punkte mehr Primärwert im AK-Stärke. Wer das nicht mitnimmt in höhere Inhalte, ja, das ist eher ungünstig. Also habt immer davon einen Schwung mit dabei. Das sollte eure Zeit hergeben. Oder zumindest dieses Maß an Vorbereitung sollte man treffen. Das hilft halt wirklich. Trank der Spektralstärke immer ein paar dabei. Wegen einfach zusätzlichen Damage läuft HT, Trank der Spektralstärke rein, Gegner niederknüppeln. Dann geht es halt einfach schneller alles.
Beim Essen, ich würde immer ein Festmahl des unersättlichen Hedonismus, dem schattenhaften Kronbraten in das Peak vorziehen. Warum ist das so? Der Kronenbraten gibt euch Sekundärstats, also AK Tempo in dem Fall. Aber das ist weniger wertig als die Stärke, die ihr aus dem Festmahl bekommt. Deswegen schaut, dass ihr wirklich an jedem Festmahl was esst. Ich habe gehört, da ist Toffifee drauf. Schweres Gramlederrüstungsset als Tank. Es gibt mehr Ausdauer für 2 Stunden. Die Dinger kosten fast nichts mehr. Also immer mit dabei haben. Das ewige Fläschchen habe ich jetzt nur der Vollständigkeit halber mit aufgeführt. Das ist dasselbe wie das Spektralfläschchen der Macht, nur eben halt herbeigezaubert aus einem Raid-Kessel. Die Verschleier der Verstärkungsrune. Seid ihr im Ruf respektvoll bei den Peoples in Cered Mortis, dann könnt ihr euch so eine dauerhafte Rune holen für euren Charakter. Aber ich empfehle, die auf jeden Fall immer mit dabei zu haben, weil im Zwischenwerden kriegt man die auch hinterhergeworfen. Erhöht die Stärke nochmal zusätzlich. Auf die Waffe kommt entweder ein verdunkelter Wetzstein oder ein verdunkelter Gewichtsstein. Der Wetzstein für scharfe Waffen, der Gewichtsstein für Streitkolben, stumpfe Waffen halt. Kosmischer Heiltrank, den würde ich auch immer mitnehmen, immer dabei haben, oder das ist die einfachere Shadowlands-Variante, denn das kann euch mal den Hintern retten. Also lieber mal so ein Ding mehr schlucken, als einmal tot auf dem Boden liegen, kann man sich dann den Ärger ersparen. Habt davon immer genug mit dabei, sodass ihr gut ausgestattet seid. Kommen wir zu den Fähigkeiten des Schutzpaladins. Beim Schutzpaladin gibt es mehrere Fähigkeiten, die ihr ja kennen solltet. Und zwar ist es so, dass ihr eure Weihe, die muss immer mit benutzt werden. Hammer des Zorns, wenn der verfügbar wird. Richturteil, möglichst viele Gegner damit belegen bzw. immer aktiv haben. Schild des Rächers, sehr, sehr gut zum Pullen. Damit könnt ihr nämlich im Grunde genommen ja auch komplette Gruppen pullen. Aber ich empfehle euch auch, wenn ihr das Schild des Rächers schmeißt, dass ihr da ein bisschen vorsichtig mit seid. Hammer der Rechtschaffenden, steht ihr in der Weihe, dann knüppelt das ein bisschen mehr rein. Dann läuft mir ein Engel durchs Bild hier. Wichtig sind auch die Auren, einmal die richtige Aura aktiv haben, das ist im primären Sinne die Aura der Hingabe. Die Aura des Kreuzfahrers ist ganz praktisch, wenn ihr mal schnell von A nach B reisen wollt, aber vergesst nicht, das wieder umzustellen auf die Aura der Hingabe, wenn ihr in einem Dungeon seid. Euer Ziel ist es, heilige Kraft aufzubauen, die ihr dann benutzen könnt. Das könnt ihr mit dem Schild der Rechtschaffenden machen. Das ist wirklich, wirklich wichtig, dass ihr das immer so aktiv haltet, wie nur geht. Man kann sich da eine Wiegaura runterladen, falls man Wiegauren bereits benutzt. Dann sieht man auch immer, wie lang das noch läuft und ob einem das fehlt. Weil da ohne das fällt euch eine Menge Blockwert weg. Das sollte immer aktiv sein. Utilities, die habe ich am Anfang des Videos ja schon mal angesprochen. Segen der Freiheit, Handauflegung, Segen des Schutzes, Unterbrecher zur Rechtweisung, Hammer der Gerechtigkeiten, dann auch sehr, sehr gute Sachen. AOE-Fähigkeiten, Weihe, Schild des Rächers als Kyrianer, göttlicher Glockenschlag und die Ascheweihung. Die Fähigkeiten per se sind sehr brockig, also das Schild des Rächers, das brockt sehr häufig. Weihe immer wieder benutzen und dann seid ihr da eigentlich auch recht gut vor. Bei den Fähigkeiten erkläre ich jetzt auch, wie ich das schon getan habe, ja jetzt nur so grob die Fähigkeiten. Gleich in der Prio oder ja in der Rotation zeige ich euch eher ein Hilfsmittel, das euch helfen wird, ein bisschen in die Klasse reinzufinden. Aber bei Tanks ist es sowieso immer so, dass ihr müsst euch an jede Situation in einem Dungeon anpassen. Und das kann man nur durch Erfahrung lernen. Da würde ich auch die Flinte nicht sofort ins Korn werfen. Man wird mit der Zeit immer besser. So eine richtige Rotation habt ihr als Tank nämlich gar nicht, denn ihr werdet immer wieder vor neue Situationen und Herausforderungen gestellt. Als allererstes solltet ihr natürlich überhaupt auch gucken, dass ihr ein relativ übersichtliches Interface habt. Also ihr solltet eure Fähigkeiten ein bisschen sortieren. Ihr solltet auch immer sehen, wie viel Leben ihr habt, wie viel Leben eure Gegner haben. Möglicherweise auch Wiegauren mit aktiv haben, die euch die Fähigkeiten anzeigen. Das habe ich in meinen Montags-Dungeons, kann man das immer sehr, sehr gut sehen. So nützliche Helferlein. Und ein nützliches Helferlein, das möchte ich euch jetzt hier vorstellen, das nennt sich
Hackily. Hackily und Spellflash. Es gibt zwei Varianten von Hackily, wie man es betreiben kann. Einmal, dass man die ganzen Symbole hier alle sieht, die man benutzt während des Kampfes, oder man kombiniert das mit Spellflash. Das Video verlinke ich im angepinnten Kommentar. Dann hast du auf jeden Fall immer den Weg zu dem Video, wie das funktioniert, wie man sich das einstellt. So, wenn ihr jetzt so einen Kampf beginnt, wichtig ist halt immer, dass ihr eine Weihe habt und die dann läuft. Und dann zeigt euch dieses Addon auch im Grunde genommen schon Sachen an, wie ihr das mit benutzen könnt. Da ich als Tank häufig unterwegs bin, ist es hier beim Schutzpaladin so, dass ich das eine oder andere immer sehr, sehr gerne reinschmeiße an Schildern. Göttlicher Glockenschlag auch hier und sofort habe ich heilige Kraft, die ich auch verwende. Wie ich vorhin schon sagte, heilige Kraft muss auf jeden Fall mit verwendet werden und auch aufgebaut werden. Das ist nur Richterteil und Hammer der Rechtschaffenden. Bei Tanks ist es tatsächlich so, also ihr habt keine richtige hundertprozentige Rotation, die ihr fahren müsst und auch sollt. Ihr müsst euch wirklich anpassen im Kampfgeschehen. Da führt einfach kein Weg dran vorbei. Ist ein Schild des Rächers fertig oder castet den Gegner irgendwas, schmeißt ihr dieses Schild des Rächers da rein, weil das bringt euch halt einfach auch recht viel. Denn ein Gegner, der unterbrochen wird, das ist halt immer mega praktisch. Wenn Bronn rauskommt hier, der schubst die Gegner auch weg. Deswegen Mechanikos als Auswahl. Jetzt kann ich meinen göttlichen Glockenschlag benutzen. Jetzt habe ich wieder Holy Power und die verwende ich dann immer wieder mit weiter weg. Das Ganze, ich habe auch noch Trinkets. Jetzt habe ich wieder, und ihr seht, also das zeigt mir das jetzt auch ein bisschen flüssiger an hier. Das hängt auch davon ab, mit wie vielen Gegnern man das zu tun hat. Und dann sucht man sich im Grunde genommen einfach immer mal die Sachen hier raus, die man so drücken muss. Weil das erinnert mich auch daran, ey, deine Weihe ist fast abgelaufen, aber jetzt muss ich hier mein Schild wieder auffüllen zum Beispiel. Jetzt heilige Kraft sammeln, Schild wieder auffüllen, Schild des, der Rechtschaffenden und das nach Möglichkeit immer hochhalten. Jetzt kriege ich hier natürlich keinen Schaden. In einem Dungeon würde ich ja Schaden bekommen. So. Göttlicher Glockenschlag und auch so ein Addon sagt mir nicht immer unbedingt, wie jetzt kommt da eine Kelle vom Boss oder so. Das, du musst da jetzt unbedingt ein Defensiv anmachen. Da gibt es ein Addon, das ist richtig gut für die Anzeige, aber auch wirklich nur für die Anzeige. Denn Conro zeigt euch tatsächlich auch an, wann ihr jemanden unterbrechen könnt. Wann ihr jemanden stunnen könntet, beziehungsweise wann ihr einen Defensiv-Cooldown benutzen solltet. Defensiv-Cooldowns, die haben alle unterschiedliche Dauer. 5 Minuten jetzt hier für den Wächter der uralten Könige. Das ist schon recht mächtig, aber ihr könnt eben halt auch diesen Damage-Reduce, den ich da jetzt ja habe, solange das aktiv war, könnt ihr auch mit Gottesschild kombinieren. Das funktioniert jetzt hier bei mir, weil ich, wie am Anfang des Videos schon gesagt hatte, Glanzstunde geskillt habe. Und durch diese Glanzstunde bin ich halt immun, aber verliere die Akro nicht. Andernfalls würde ich die Akro verlieren, wenn ich das nicht geskillt hätte. Also es ist eine ganz blöde Idee, Glanzstunde nicht geskillt und Gottesschild benutzen, während alles auf euch eindrescht wird. Dann könnt ihr euch die nämlich wiederholen. Also immer das in Kombination. Ja, und man kann dann diesen Vorschlägen da sehr, sehr gut auch folgen, auch im Kampf. Und das gibt euch ein bisschen auch das Gefühl für die Klasse. Warum ich das auch so vorstelle, hat einfach den Hintergrund, dass jemand, der ungeübt ist, der das noch nicht wirklich kann, sehr viel damit beschäftigt ist, überhaupt erstmal in einem Dungeon klarzukommen. Das heißt, ihr braucht euch dafür nicht schämen, das ist vollkommen normal. Das geht jedem am Anfang so. Und dementsprechend probiert man halt einfach mal mit sowas aus. Ihr könnt nicht 100% mit so einem Addon erreichen, das geht einfach nicht, weil ihr da einfach viel flexibler sein müsst. Aber ich behaupte einfach mal, wenn man jetzt auf dem Niveau dann schon unterwegs ist und wenn man 15, 20er, 25er Keys läuft, dass man dann im Grunde genommen eigentlich auch kein Rotations-Addon mehr benötigt und sich die entsprechenden wichtigen Sachen auch selber rausanalysiert. Jupp. So, das war die Rota. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du konntest jetzt für den Schutzpaladin ein bisschen was mitnehmen, hast einiges gelernt und bist gut in 9.2 unterwegs. Ich möchte mich bei all denjenigen bedanken, die mir auch da so tatkräftig mit zur Seite stehen, ob das nun hier auf YouTube ist oder in der Community-Gilde, die wir haben, oder aber auch im Persönlichen und in den Kommentaren. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Jo, wir sehen uns im nächsten Guide. Ich wünsche dir noch viel Spaß. Lass es dir gut gehen.
falls du kein Video mehr verpassen möchtest, einfach da oben den Kanal abonnieren, coole Sache draufdrücken, Glocke aktivieren, dann kriegst du immer wieder ein neues Video, was ich hochgeladen habe. Und auf der Seite siehst du einen neuen Videovorschlag und auf der Seite da drüben habe ich alle Videos in einer praktischen Playlist zusammengefasst. Schau es dir einfach mal an, ich würde mich darüber sehr freuen.